Seit 2022 steht die Technofast von der Sedre jetzt bei uns im Betrieb. Wir schneiden hier unsere Dachstühle zu, die Holzrahmenbauwände, Hallenbau wird hier drauf gefertigt. Wir sind die Zimmerei Holzbau Beder und Schwarzmeier GmbH. Mein Name ist der Herr Beder, mein Geschäftspartner der Herr Schwarzmeier. Wir beide leiten den Betrieb und haben noch 4 Angestellte. Seit 2018 gibt es uns. Kennengelernt haben wir uns im selben Ort, im selben Betrieb, ein paar Meter weiter. Haben wir zusammen die Ausbildung bestritten. Wir können nicht ohne einander. Dann haben wir gedacht, wir müssen irgendwas selber machen, das geht nicht anders. Und dann haben wir 2018 den Schritt gewagt, wir machen uns selbstständig. Damals noch im alten Kuhstall von seinen Eltern. Und mittlerweile haben wir unsere Halle gebaut und es geht stetig weiter. Also in der Regel sind wir hier so 50 Kilometer von unserem Standort entfernt unterwegs, sind aber seit 2021 Thoma-Partner und da durften wir dann auch schon über die Grenzen, sogar bis nach Österreich und auf 1200 Meter auch ein Haus aufstellen. Das ist auch ein Erlebnis. Bei uns hier am Firmengelände in der Halle findet überwiegend die Vorfertigung statt. Das heißt, Holzrahmenbauwände werden komplett geschlossen, Dachelemente komplett geschlossen. Und der ganze Staberbund findet statt, von Balkonen, Terrassen, Wintergarten, sogar eine Treppe hat man schon mal durchgelassen. Also es funktioniert auch mit der Maschine. Die Anforderungen waren ganz klar. Zunächst einmal, wir wollten eine kompakte Maschine, die vielseitig einsetzbar ist, auf engen Raum und genau und präzise. Da sind wir mit der Esedre natürlich sehr gut aufgehoben, weil die kann man überall in unserer Halle verschieben und wieder befestigen, montieren. Das war natürlich beim Konkurrenzprodukt dann nicht der Fall, weil da mussten wir immer einen Schacht beim Abraum ausheben, das natürlich in unserer Halle nicht möglich ist, da wir in der Halle Fußbodenheizung haben. Des Weiteren war uns auch wichtig, keine langen Stillstandzeiten zu haben von Werkzeugwechsel. Dadurch sind wir mit der Esedre auch sehr gut aufgehoben, weil das Sägeaggregat und immer eine Werkzeugeinheit immer fest verbunden sind und wir da sehr wirtschaftlich und sehr schnell arbeiten können, ohne lange Wechselzeit zwischen Fräser und Sägeeinheit und andersrum. Beim Mitbewerber beispielsweise sind sehr viele kleine bewegliche Teile, wo meiner Meinung nach kaputt gehen könnten, was man bei dieser Maschine nicht hat. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Auto, was das letzte Facelift hat, bevor eine neue Baureihe kommt. Dadurch hat man natürlich das maximale das Endlevel erreicht und so ist unsere Maschine. Bevor wir mit der tollen Maschine hier produziert haben, haben wir natürlich auch ganz klassisch einen Handabbund betrieben. Aber das war einfach nicht mehr der Zahn der Zeit. Hat natürlich auch länger gedauert, ungenauer und auch anstrengend, muss man ehrlicherweise sagen. So schön, wie es ist. Aber irgendwann sind wir zu dem Punkt gekommen, es geht nicht anders. Und deswegen haben wir uns für die Esedre Technofast entschieden. Vorher waren wir auf Zulieferer angewiesen, haben wir den Abbund vergeben. Und somit konnten wir das wieder ins eigene Haus zurückholen. Was natürlich bei der Technophase anders ist, man lädt halt das Holz hinten ein und es ist halt sehr präzise, sehr genau und auch sehr effizient. Man hat viel weniger Verschnitt. Wir können Steckdosenfräsungen in die Innenwände vornehmen, Leitungsführungsfräsungen, Dachrinnenhaken können wir vorfräsen, was wir so händisch wahrscheinlich nicht gemacht hätten. Hoher Vorteil von der Maschine ist natürlich, dass das Sägeaggregat und die Fräseinheit in einer Einheit verbunden sind. Dadurch haben wir viel weniger Wechselzeiten zwischen den beiden Fräsern und können natürlich auch viel wirtschaftlicher und schneller arbeiten, was natürlich uns freut und den Kunden auch. In ihrer Kompaktheit ist es sehr vielseitig einsetzbar. Das war für uns sehr wichtig und schlussendlich spielt der Preis natürlich auch eine Rolle und da hat sie uns auch überzeugt. Wo wir das erste Mal davon gehört haben, dass Weining und Esedre in einer Kooperation zusammen gestartet sind, hat uns sehr gefreut. Das hat super funktioniert. Wir haben uns eigentlich seit der ersten Sekunde bei Esedre aufgehoben gefühlt. Wir haben einen super Außendienstmitarbeiter, der hat uns gleich abgeholt und uns eigentlich alle Bedenken genommen, uns alle Wünsche erfüllt mit der Maschine. Auf jeden Fall werden wir noch ein Projekt mit Esedre realisieren. Was uns auch sehr gut gefallen hat, war die Lieferzeit. Die Firma Esedre konnte uns etwas knapp über ein halbes Jahr die Maschine liefern. Aber der große Vorteil mit Weining ist natürlich, jetzt haben wir einen Ansprechpartner auch in Deutschland und die Ersatzteilversorgung, der Weg hat sich natürlich extrem verkürzt. Ja, wir sind einfach schneller, flexibler und genauer geworden.